Wir sind bei Foto Digital Gressung. Es ist August und heute bahnt sich eine Revolution an. Hier ist Patrick Bergem. Hallo Patrick. Hallo. Genau, ihr habt nämlich ein neues System zum Entwickeln von Bildern. Genau, wir haben ein neues Trilab. Das heißt, wir können jetzt in besserer Qualität noch schneller Bilder machen. Und ja, das zeigen wir euch gleich. Genau, und bevor wir das zeigen, zeigen wir den ganzen Kunden nochmal, wie man eigentlich zu euch kommt. Das ist nämlich total witzig, weil ihr habt jeden Tag Leute, die anrufen und fragen, wo ihr seid. Und die stehen dann oben am Karstadt und finden euch nicht. Genau, die sind irgendwo in der Bahnhofstraße verteilt und finden uns nicht, weil wir uns hier schön unterirdisch versteckt haben. Genau, wir gehen mal durch jetzt einfach mal hier hoch. Ich halte mal kurz da hoch. Wir sind jetzt wo? Jetzt sind wir quasi unter Zara, in der Discounterpassage. Okay, die Discounterpassage ist ein Stockwerk tiefer. Genau, die ist im Keller. Im Keller. Das muss man wissen, hier ist der Karstadt, also hier ist der Karstadt-Eingang. Hier ist eine große Ich meine, die Leute werden mich jetzt für vollkommen bescheuert halten, die sagen, hey, das kennen wir doch, die Discounter-Passage. Aber für jemanden, der noch nie hier war. Genau, der muss erstmal wissen, dass es bei der Rolltreppe noch weitergeht. Genau, wir starten mal vorne. Das hier ist jetzt Richtung St. Johanner Markt, gehen wir jetzt. Und das ist auch noch die Discounter-Passage. Machen wir noch ein bisschen Werbung für die Discounter-Passage, für alle, die sie noch nicht kennen. Genau, hier mal. Da haben wir den ersten schon. Großes italienisches Café, Segafredo ist hier und da hinten ist auch schon die Rolltreppe, kann man rauf und runter fahren. Genau, da haben wir an der Hausmesse immer die Werbung hängen. Super. Und gleich sind wir dann oben, dann gehen wir einmal rum und es gibt ganz viele Eingänge, ich glaube 4 oder 5 Stück runter. Ich glaube sogar noch mehr. So, das war jetzt mal ganz spontan, den Leuten einfach mal zu zeigen, ich fahre jetzt Rolltreppe, du musst zu Fuß gehen. Nee, okay, du gehst wirklich zu Fuß? Ja, okay. Ich mache jetzt für die Rolltreppe fahren. Prima. Wir gehen jetzt mal hoch und hier oben stehen wir jetzt tatsächlich an dem Zugang zum St. Johanner Markt. Hier ist der McDonald's, den kennen dann auch nochmal ganz viele. Hier ist Apollo Optik, die sind jetzt, glaube ich, erst seit 2 Jahren da. Das war Piano, das kennen dann ganz, ganz viele. Hier ist auch der Eingang, hier ist Discounter-Passage. Genau. Eigentlich kann man es ja nicht, oder? Ja, also man kann es nicht verfehlen. Es ist relativ auffällig, auch mit den Farben. Da geht's runter. Sowieso, wenn man vom Bürgeramt kommt, gerade noch Passbilder braucht. Da unten ist das Bürgeramt. Genau. Ja. Eigentlich auch unübersehbar. Eine Minute weg vom Amt. So, dann gucken wir uns nochmal einen zweiten Eingang an. Hier spielen gerade die Kids auf der Straße. Also hier ist die Bahnhofstraße und da ist der Karstadt. Spätestens jetzt, wenn die Leute abschalten und sagen, ja, kennen wir ja alles, aber zeigen wir noch mal kurz. Und da vorne, da sind so 2 große Glaskubusse. Da sind sie. Und das sind jeweils die Eingänge runter in die Discounter-Passage. Genau, das sind die Rolltreppen. Da kommt man zu uns. Sonst sind auch noch kleinere Eingänge an Seiten. Aber die Haupteingänge sind die Rolltreppen hier. Genau, und es gibt ganz, ganz viele Eingänge. Hier vorne, ist das auch ein Eingang, der da? Nee, das ist nur über dem Ditch, wo wir eben vorbeigegangen sind, dass mal ein bisschen Licht unten reinkommt. Tageslicht. Genau. Der zweite Eingang ist dann ganz hinten, da hinten bei der Stadtapotheke. Da ist die berühmte Rolltreppe, wo es dann runtergeht. Also eigentlich kann man es nicht verfehlen. Hier ist dann das IBM-Hochhaus, das ist da. Genau, ein weiterer Eingang ist hier vorne, direkt unter Karstadt. Da bin ich selbst auch noch nie runtergegangen. Genau, das ist einer. Dann haben wir hier noch 3 Eingänge in dem anderen Block. Ich zeige das mal gerade hier vorne. Da geht es also auch zur Fotogressung runter. Den habe ich echt noch nie benutzt. Ja, da bin ich schon ein paar Mal durch. Alles auch hell und beleuchtet. Genau, da kommt man direkt beim Aquarium raus, unten. Dann ist, glaube ich, da vorne ist noch ein Eingang, richtig? Da, hinten beim... Genau, bei der Schuhmarke. Bei der Schuhmarke haben wir 2 Treppen, je nachdem, von welcher Richtung man gerade kommt. So, jetzt ist hier eine rote Ampel. Fotogressung gehabt auch, von wann bis wann? Von 9.30 Uhr bis 19 Uhr, Montag bis Freitag und samstags von 9.30 Uhr bis 17 Uhr. Parken, wo parkt man am besten? Am besten im Karstadt, genau. Und dann kann man vom Karstadt aus direkt in B runterfahren, dann ist man auch in der Passage drin. Das heißt, ich stelle mich am besten ins Parkhaus vom Karstadt und kann direkt runterfahren, oder? Genau, Aufzug fährt direkt ins Basement runter und da sind wir dann auch drin. Genau, normal wäre ich jetzt bei Rot rüber gelaufen, aber wir filmen ja das. Nee, war Spaß. Wir warten natürlich. So, dann gibt es noch mehrere Eingänge. Hier ist dann Zara und genau, das habt ihr mir erzählt. Es stehen viele vom Zara, oder? Genau, und da, direkt beim Zara ist der Eingang nochmal. Da schon da wieder einer. Da ist hier das Konto. Da bin ich auch noch nie runtergelaufen. Also ich bin das immer hier noch. Genau. Genau, das ist da noch einer, da vorne hier bei der Targobank. Genau, und wenn man mit Rollstuhl unterwegs ist oder Gehhilfe, ist hier noch ein Aufzug. Ach so, der geht auch runter. Der rechte Aufzug fährt in die Passage runter. Okay. Also ich denke, wir schenken uns das da vorne bei der Stadtapotheke jetzt runter. Wir fahren jetzt mal Aufzug. Genau. Patrick, du bist schon wie lange dabei? Jetzt
Seit 2009. Das wusste ich jetzt auch nicht mit dem Aufzug. Also ich bin jetzt schon so lange, mache ich jetzt das Marketing für euch und weiß nicht, dass es einen Aufzug gibt. Ja. Es gibt sogar zwei. Ist noch einer direkt vor der Apotheke. Okay. Und wahrscheinlich noch ein Lastenaufzug für schwere Sachen. Genau, da kommt man aber normal nicht rein. Okay. So, dann lassen wir die mal raus. Hallo. Hallo. Bisschen hochhalten. Und jetzt geht es hier unten. Da unten ist es dann tatsächlich schon hier. Genau. Diskontopassage, ab 20.30 Uhr geschlossen. Heute ein Einführungslehrgang in die Diskontopassage. Genau, ein Rundgang durch die Passage. Genau. So, wir zeigen aber gleich mal eure neue Entwicklungsmaschine. Und die hat es wirklich in sich. 1000 wie viel dpi? 1440 dpi und bis 30 x 90 cm. Groß, klein und so weiter. So, jetzt sind wir hier am Kubus der Sparkasse. Hier ist der T-Shop. Ist witzig, die ganzen Bubble-T-Shops kamen und gingen, der Fresh-T-Shop ist immer noch da. Genau, das ist einer, der seinen eigenen Tee macht und ich glaube, das ist bei denen auch das Geheimrezept. So, und hier ist der Fotogressung und jetzt gehen wir mal rein. Ihr seid jetzt schon wie lange hier ungefähr? Weiß ich gar nicht genau. Das war vor meiner Zeit, aber ich glaube, seit 2004 müsste das, glaube ich, gewesen sein hier. Genau, hier ist noch eine nette Kollegin, die fotografiert, die Frau Hadamek, hallo. Hallo. Die ist auch schon bekannt aus Videos. Das ist die Frau Reusch, die ist Auszubildende. Was haben Sie für eine was für eine Ausbildung machen Sie? Verkäuferin. Verkäuferin? Genau. Das gibt's noch, einfach so Verkäuferin? Ja. Das heißt nicht Kauffrau für Verkaufsmarketing oder sowas? Nee, das ist einfach Verkäuferin. Im Lehrjahr jetzt, in welchem sind Sie? Ersten Lehrjahr. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Das heißt, die Berufsschule hat wann angefangen? Letzte Woche. Genau. Super. So, haben wir auch mal gezeigt. Das heißt, ihr bildet auch aus, ihr kümmert euch um Nachwuchs. Genau. Habt doch unglaublich viel zu tun. Und jetzt kommen wir zu dem Heiligen Gral. Der steht dort hinten. Da ist er. Man muss sagen, den Spannungsbogen habe ich jetzt gut hinbekommen, indem wir eine halbe Stunde reden. Und dann gibt es hier, ich guck mal gerade, ob ihr nicht irgendwelche Passwörter da hinten hängt, nämlich die Fritzbox an der Wand, nicht an die Wand geschrieben habt. Nee, das ist sie. Genau. Eine OSS Green 2, warum Green? Green, das gut ist grün, aber sie ist ökologisch. Warum, konnte uns der Hersteller auch nicht genau sagen. Aber ich muss eins sagen, es stinkt nicht mehr. Also genau. Ihr hattet vorher Chemie im Einsatz? Genau, wir haben jetzt nur noch wenig Chemie, das ist nur noch die Filmentwicklung, die wir immer noch selber hier machen. Das heißt, man kann hier auch übliche alte Filme entwickeln? Genau, einen Film hier abgeben, nach einer halben Stunde auf der CD abholen oder Papierbilder. Okay, für alle, die noch Filme haben, davon gibt es ja auch noch genug. Vielleicht werden wir auch einfach mal die Kamera zu Hause nochmal ausprobieren vom Opa oder von dem Papa. Genau, vielleicht findet man auch noch einen Film im Keller und will noch wissen, ob was drauf ist. So, die ist kleiner, die macht weniger Lärm, richtig? Genau. Weniger Wärme, das ist ja auch ein Thema hier. Ja, gerade hier im Keller staut sich immer die Wärme. Genau. Und jetzt gucke ich mal gerade, die Bilder da, die sind von der Kundin aktuell nicht genau. an. So, dann mach die mal weg. Dann werden wir nämlich gleich mal draufhalten. Dann gehen wir am besten vorne zu dem Rechner. Ja, das machen wir mal. Dann zeigen wir das mal. Denn die hat einige Vorteile. Man kann nämlich jetzt von zu Hause aus über ein Gateway vom Hersteller direkt Bilder bestellen, die man hier abholen kann. Genau. Das ging vorher nicht. Wir haben unsere Software jetzt hier. Das ist Smart Picture Creation. Mhm. Und ich mache die mal gerade groß. Da kann man einfach die Bilder von zu Hause bestellen. Die Software gibt es auch fürs Handy, fürs iPad. Und ich habe hier, wie bei uns an den Terminals, die Auswahl, die Expressbilder in einer halben Stunde oder nach 3 Tagen. Ich frage mal blöd, das heißt, es gibt eine App und auf dieser App kann ich mir auch die Bilder einfach holen und kann direkt vom Handy aus, kann ich auch bestellen. Genau, ich kann unterwegs noch schnell Bilder abschicken, wenn ich keine Zeit habe, fahre hier vorbei, hol die Bilder ab und alles ist direkt fertig. Okay, und jetzt habe ich einen Express-Service, heißt was? Ja, Express heißt, innerhalb von einer halben Stunde sind die Bilder fertig. Ich kann hier die Größen auswählen, auch der normale Druck 2030, das sind dann 720 dpi oder der Hi-Res, das ist dann mit 1440 dpi. Das ist okay. Der hochauflösende. Du hast hier Bilder da, ich zeig dir mal ganz kurz. Also ich konnte jetzt keinen Unterschied feststellen. Allerdings bin ja ich auch nicht Maß der Dinge. Man braucht für die Hi-Res-Dateien, das heißt für diese 1440 dpi, braucht man auch ordentliche Bildgrößen, oder? Genau, also im Prinzip für diese Größe hier 3045 sollte man schon mit etwa 50 Megapixeln arbeiten, dass man Unterschiede überhaupt sehen kann. Okay, und hier unten drunter, was ist jetzt welches, weißt du es? Das obere ist das mit 1440 dpi. Man kann es an den ganz feinen Linien erkennen, die sind einfach ein bisschen schärfer.
Also auf gut Deutsch, dieser Fotodrucker, dieser High-End-Fotodrucker druckt 1440, echte 1440 dpi als Foto einfach gigantisch, oder? Genau, also im Prinzip kann man sagen, ist besser als deine Augen. Nee, ist auch wirklich so. Also ich konnte, also es ist so fein, es ist so hochauflösend, man kann es leider im Video jetzt nicht so richtig sehen, dass hier unten ist dann die etwas, also Wahnsinn. Hier sieht man noch ein anderes Beispiel, das ist deine Freundin, richtig? Genau, das war bei einem Workshop, wo die Kamera vorgestellt wurde, das war jetzt mit der 5DSR. Die Bilder sind von Canon selber als Musterbilder für die Kamera, dass man wirklich mal auch sieht, was die für eine Auflösung bringt. Was interessant ist, die hat jetzt so ein leichtes Make-up mit Poren. Mittlerweile ist ja 4K bei Netflix und so weiter am Kommen. Das heißt, Poren darf man wieder zeigen. Da wird nichts retuschiert. Aber auch hier, man sieht jede Pore, man sieht alles. Man sieht auch die feinen Härchen hier an den Augenbrauen mit allem drum und dran. Hammer, oder? Genau, fürs Fernsehen gibt es ja die HD-Schminke. Die gibt es aber noch nicht für 50 Millionen Pixel. Da sieht man immer noch die Poren. Okay, klasse. So, das heißt, ich kann die Bilder dann online bestellen. Habt ihr den Link bei euch auf der Homepage drauf? Genau, auf der Homepage haben wir den Link. Dann gehen wir doch mal gerade da drauf. So, das ist jetzt die Homepage. So, dann... Keine Wartenzeiten mehr, steht da jetzt von zu Hause aus. Genau, also wenn wir irgendwas nicht an Lager haben und die Europafoto, unsere Zentrale hat das, kann man es direkt bei uns bestellen und hat es am nächsten Tag zu Hause per Post. Echt? Das geht? Genau, Dropshipment haben wir jetzt auch. Okay, das heißt, ich kann den Drucker auswählen, ob der jetzt zentral bei der Europafoto ausgedruckt wird oder hier bei euch zum Abholen. Kameras, die ganze Ware. Okay, alles? Echt? Alles. Wenn du jetzt noch eine dritte Kamera brauchst, wir haben sie nicht da, hast du trotzdem drei zu Hause. Super, das heißt, wir gehen auf Bilderservice? Genau, auf den Bilderservice, die Bildersoftware ist das hier. Hier ist der Zugangscode, der ist ganz wichtig. Den braucht man, damit die App weiß, an welches Labor die das schicken muss. Mhm. Und dann haben wir hier für Android, für iPhone... für Windows und für Mac. Und dann kann man sich das Programm einfach runterladen, gibt den Zugangscode ein, am Anfang einmal eine Anmeldung mit dem Namen und Adresse und dann kann es hier schon losgehen. Das heißt, ich wähle jetzt einfach mal die Standardgröße 10x15 aus, kann einfach Bilder reinschieben. Ich habe jetzt hier schon ein Bild drin, das wählen wir jetzt mal aus. Bearbeitung geht auch noch mit den Bildern, das heißt, wir können die Helligkeit noch ändern, Farbfilter draufsetzen. So die ganz rudimentären Sachen kann man direkt machen. Genau, wir können sogar jetzt mit dem neuen Labor in unserem Labor direkt Rohrbilder eingeben. Also wenn jemand ein Rohrbild hat, hat jetzt keine Zeit gehabt zum Bearbeiten oder hat vergessen, das bearbeitete Bild zu speichern, uns einfach ansprechen. Wir können es über das Labor direkt als Rohrbild eingeben. So, und hier haben wir die Übersicht, ist jetzt ein Bild. Mhm. Wir können hier noch einen Kommentar mit dazu schreiben, dass wir noch Bescheid wissen, wenn irgendwas Besonderes ist, sollte es jemand anders abholen oder so. Dann können wir hier Auftrag senden. Das war's schon. Okay, und jetzt ist kein Scherz, jetzt kommt die rüber auf die Maschine. Läuft dann praktisch über den Druckdienstleister. Ist es ein Q? QSS2 heißt die. QSS2 und sollte jetzt sofort mit leichter Zeitverzögerung. Achso, alle 5 Minuten wird es abgerufen, ja. Darum. Machst du es jetzt mal manuell? Genau. Wir starten den Server am Start nochmal neu. So, und das ist eure Software, wo ihr im Prinzip die ganzen Aufträge aus der ganzen Welt kriegt, dann hoffentlich demnächst, wenn wir viel Werbung machen. Wir haben aber gleich was Tolles vor, damit ihr direkt mal viel mehr Kunden kriegt, ja, die das alle nutzen, werden wir jetzt mal etwas verlosen. Ja. Und zwar, wenn jemand sich anmeldet und die Software nutzt. Die Maschine steht jetzt seit wie vielen Tagen hier? Die haben wir jetzt seit 3 Wochen. Seit 3 Wochen, das heißt, sie funktioniert. Genau. Wir haben auch hier schon die Auftragsbestätigung. Okay. Haben wir hier schon direkt abgeheftet. Das heißt, wir wissen Bescheid, sobald jemand eingegeben hat. Wir hören schon, die Maschine läuft los. Und du rennst dann direkt los und packst sie ein. Genau. Und die macht alles, die Maschine? Die läuft jetzt schon los. Ist ja hart. Und das Bild kommt woraus? Das kommt oben, gleich auf das Laufband. Okay, auf das Laufband und dann wird es abgelegt. Du hast mir erzählt, die kann 30 cm Breite. Die Länge ist eigentlich fast egal. Aber ihr verkauft bis zu 90 cm. Bis zu 90 cm. Das heißt, ich könnte also dann, wenn ich eine Familie habe mit 100 Leuten und die quer fotografiert habe, dann einmal ausdrucken auf 1 Meter fast Breite. Genau, wir könnten zur Not auch über unseren Großformatdrucker noch größer machen, aber der kann halt nicht diese Qualität. Okay, jetzt sind wir hier in den heiligen Hallen, das kriegt normalerweise keiner zu sehen. Praktisch das Backoffice von Patrick Bergen und seinen Mitkollegen. Unser Labor. So, jetzt murmelt es ein bisschen, das Hochfahren dauert ja immer am längsten das erste Mal. Das heißt, wenn jetzt der ganze Film... Die funktioniert mit Tinte, das heißt, natürlich sitzt da auch ein Trockner dahinter, weil die Bilder übereinander rauslaufen. Der muss aufheizen, das ist im Prinzip das Längste von der Zeit her.
das Bild selber läuft nicht mal eine Minute durch. Aber nicht vergleichbar mit normalen Tintendruckern, das ist High-End, oder? Genau, das ist, wie gesagt, 1440 dpi. Ich muss auch keine Angst haben, dass irgendwie, wenn da jetzt ein Wassertropfen drüber ist. Nee. Das ist nicht schlimm. Da ist so eine Schutzschicht mit drüber. Achso, die wird drüber gezogen. Genau, das ist in der Tinte mit drin. Die hat Kunststoffanteile und durch den Trockner versiegelt die automatisch. Hart. Das ist ein tolles Bild. Legt mal dahin, da vorne, dass wir zeigen können. Was hier auch das Besondere ist im Vergleich zu unserer Maschine vorher, wir haben richtig kräftige, helle Farben. Mit der Chemie war das Problem, man konnte einfach keine hellen Neonfarben und sowas hinkriegen. Und hier sieht man es jetzt gerade mit dem Grün. Es ist ein intensives Grün. Das ist quietschig fast. Genau, ja. Also man kriegt es wirklich so hin, wie es auch in der Kamera aussieht. Ich zeige mal hier dieses Grün, Jungs. Das ist quietschgrün, mir tun fast die Augen weh. Und diese Felgen von dem, was ist das, ein Ford? Fiesta. Ja. Die sind auch quietschgrün und die sind hier auch wirklich quietschgrün. Das heißt, tolle Fotos. Genau, so wie sie auch in der Kamera aussehen, so habe ich sie jetzt auch wirklich zu Hause im Bilderalbum. So, jetzt machen wir mal ein kleines Gewinnspiel. Jetzt dürfen mal 10 Leute, also machen wir jetzt mal jeweils 30 Bilder ausdrucken. Ist das okay? Ja. Die musst ihr jetzt persönlich bezahlen, denn der Chef hat es nicht abgenickt. Aber genau. Ihr könnt euch jetzt bewerben, indem ihr einfach schreibt, ich will 30 Bilder ausdrucken bei Fotogressung auf dem neuen QSS. Also all das müsst ihr nicht eintippen. Der Text steht bei euch bei Ed Saarland in Facebook. Kopieren und einfügen. Den Text schreiben wir für euch vor. Genau, und mit etwas Glück gewinnt ihr das denn. Und wir werden es auch relativ schnell verlosen. Und dann alles, was ihr tun müsst, ihr müsst nur über die Software bestellen. Also nicht hier in den Laden kommen. Das geht übrigens auch noch mit Memory genau. Stick. Und das zeigen wir mal hier vorne. Also hier vorne habt ihr so Stations, wie man die auch kennt von Gott in der Welt, wo man die auch bestellen kann. Ihr habt auch einen besonderen Service. Wenn ich gar nicht klarkomme mit der Technik, kann ich auch einfach meinen Memory Stick mitbringen hier. Genau, oder? Dann helfen wir beim Eingeben. Wir kriegen nächste Woche neue Stationen. Das heißt, die werden ein bisschen anders aussehen. Aber funktioniert genauso. Ich kann alles Mögliche mitmachen. Wir haben hier auch Beispiele hängen. Genau, da vorne sind von den Flipflops über Kissen auf Holz aufgezogen. Achso, das geht auch alles hier. Genau. Das heißt, ihr könnt das also hier alles live bestellen. Ihr könnt Tassen bestellen hier. Ihr könnt. Genau, einiges machen wir auch selber hier im Haus, wie diese Sportrucksäcke. Zeig mal, Kissen, Sportrucksack. Taschen. Ach, der da. Das ist ja süß. Achso, die kann man jetzt auch bedrucken. Genau. Das ist ein Traum. Kannst du deine Adresse draufschreiben, falls du verlierst? Ja, super. Damit die Leute direkt wissen, wenn sie einen Schlüssel finden, wo sie einbrechen sollen. Genau. Aber der Patrick Bergen, also wir haben jetzt lang und breit erklärt, wo man euch findet in der Diskonto-Passage und einfach nur runtergehen zu Patrick Bergen oder zu den netten Kollegen dahin, die wir eben interviewt haben. Oder zu, ihr seid mit wie vielen Leuten? Ungefähr. Jetzt sind wir um die 10 Leute. Um die 10 Leute. Das heißt, ihr kümmert euch, habt natürlich tolle Kameras, über die wir auch laufend berichten. Ja. Und jetzt schnell in Facebook rein auf Ed Saarland oder Saarland Fernsehen 1 und dann mitmachen beim Gewinnspiel und den neuen tollen Drucker für Umme ausprobieren. Bei 10 Leuten machen wir das. Tschüss, Patrick. Tschüss.